DHFK-TV wird Ihnen präsentiert von Allianz. So, liebe Handballfreunde, ich gehe jetzt davon aus, dass man mich hören kann. Sehen konnte man mich wohl schon eine ganze Weile. Wir haben uns hier nett unterhalten in unserem kleinen Pressekonferenzraum. Ich würde ganz kurz mal noch die Kollegen alle einen Platz finden lassen, die jetzt hier noch eintrudeln. Genau. Herzlich willkommen auch euch noch hier zur Pressekonferenz nach dem Spiel. 5. Spieltag, DKB Handball Bundesliga. Ein Leckerbissen aus Leipziger Sicht stand auf dem Programm. Der Meister war zu Gast, die Rhein-Neckar-Löwen. Halbzeitstand 12:15, Endstand 24:25 für 4.075 Zuschauer. Bei mir natürlich die beiden Cheftrainer, Nikolai Jakobsen und Christian Prokop. Nikolai, mit den besten Glückwünschen verbunden natürlich auch die Frage zur Analyse des Spiels. Ich nehme mal an, du hast dir das ein ganz kleines bisschen anders ausgerechnet. Am Anfang. Ja, das weiß man nicht. Leipzig hat eine gute Mannschaft und das ist für alle Mannschaften hier schwer zu gewinnen. Wir sind natürlich sehr froh über die zwei Punkte. Die waren hart erkämpft heute und auch ein bisschen glücklich. Zum Schluss hätte es auch unentschieden oder hätte auch sein, dass Leipzig mit einem Tor gewinnen könnte. Wir haben eigentlich im Anfang mit 17:13 eigentlich das Spiel ganz gut im Griff. Dann hat Butera uns das Leben schwer gemacht, hat ein paar richtig gute Aktionen, wo er uns die Bälle weggeschnappt hat. Kamen wir zweimal in Unterzahl und dann kam Leipzig ran. Und dann zum Schluss hat Appelgren dann die wichtige Bälle gehalten, so dass wir die zwei Punkte, dass wir einmal in leeres Tor und einmal von schnellen Mitte, weil im Angriff hatten wir besonders in zweiter Halbzeit richtig Schwierigkeiten, um uns gute Chancen rauszuspielen. Aber ich bin sehr zufrieden. Es war eine sehr schwere Woche für uns, weil das Niederlage gegen Flensburg hat wehgetan. Zu Hause vor 11.000 und dass man eigentlich da keine Chance gehabt hat, um zu gewinnen. Das war, hat man heute auch angesehen bei meinen Spieler und wenn dann Leipzig 7-6 angefangen hat und hat da ein paar einfachen Tore, die ich nicht zufrieden mit, durch die Mitte gekriegt hat und so weiter, dann, dann war das für uns sehr schwer dagegen zu halten und ja, zum Schluss habe ich, wie ich gesagt habe, mit ein paar gute Aktionen von Michael und ein bisschen Glück haben wir das dann geschafft, die zwei Punkte zu behalten. Aber es war ein gutes Spiel und Hut ab für Leipzig, haben eine tolle Leistung wiedergebracht. Ja, danke. Vielen Dank. Christian, ihr habt euch teuer verkauft. Letzten Endes geht es dann aber doch zugunsten unserer Gäste aus. Woran hat es gelegen? Ja, schönen guten Abend und erstmal Glückwunsch an Nikolai zu den zwei Punkten. Am Ende trotzdem verdient. Wir haben ein paar Möglichkeiten leider in den entscheidenden Momenten zu viel liegen gelassen oder Appelgren halt dort sehr stark gehalten, um ja sicherlich auswärts für eine Mannschaft, die dann in Rückstand gerät, nochmal mental richtig Druck aufzubauen. Das haben wir nicht geschafft, aber das ist nebensächlich für mich heute. Das Entscheidende ist, dass ich gesehen habe, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die an die Vorgaben, an sich selber glaubt. Gegen eine starke Rhein-Neckar-Löwen-Mannschaft hier keinen Zentimeter hergibt. Und natürlich haben wir uns vorgenommen, vor wieder großartiger Kulisse, und da schönen Dank gerade auch für diese Schlussphase, die phänomenal war, was Standing Ovations angeht, dass wir auch wollten, dass die Zuschauer nach Hause gehen und eben nicht ein Spiel sehen von 10 Minuten, was dann mit 6 Minus und sonst was entschieden ist, wie es vielleicht laufen kann, sondern wir wirklich diesen vielleicht auch etwas offensiveren Ankündigungen im Vorfeld auch Taten folgen lassen, nämlich eine starke Abwehr zu stellen, nämlich eine starke Torhüterleistung zu haben, in die spannende Schlussphase zu kommen, um dann zuzuschlagen. Meine Truppe hat heute viel taktische Sachen ganz stark umgesetzt. Wir haben Überzahl im 7-5, fast, glaube ich, 100% Quote. Wir haben 7-6 sehr gut funktioniert. Wir mussten aber auch 4-6 in Unterzahl spielen, wo wir 7 Meter rausholen, den wir leider weglassen und mussten in der Abwehr einen saustarken Job
verrichten und das auch in der englischen Woche. Also dort ein Riesenkompliment. Auch wenn man enttäuscht ist, dass am Ende nichts Zählbares bei rumgekommen ist, überwiegt der Stolz. Gut, das die ersten Worte unseres Cheftrainers oder der beiden Cheftrainer. Jetzt die Kollegen hier im Presseraum mit den Möglichkeiten zur Frage. Wer mag als erstes? Matthias Roth von der FAZ. Ja, Frage an Christian Prokop. Die Halle hat ja bei einigen Aktionen richtig gekocht, ging gegen die Schiedsrichter. Kannst du vielleicht ein Wort sagen, wie du die Unparteiischen erlebt hast? Waren die Zuschauer da im Recht oder haben die es doch im Großen und Ganzen gut gemacht? Ja, das ist schwer, und das habe ich schon mal gesagt, nach dem Spiel sich dort zu äußern, wenn man voll in Emotionen ist. Aus der Erfahrung einfach besser, sich das Video anzuschauen und das dann nüchtern zu betrachten. Ich hätte mir in der einen oder anderen Aktion etwas mehr Fingerspitzengefühl gewünscht, aber mehr nicht. Gut, wer hat noch eine Frage an einen der beiden Cheftrainer? Einen Moment bitte ganz kurz. Danke. Werden Sie künftig zusätzlich 7-Meter-Werfen üben? Ich will so eine Diskussion nicht aufkommen lassen, weil das im Training bei jedem Spieler eine mental ganz andere Situation ist, als die Chance zu haben, hier auszugleichen, in der 55. Minute die Chance zu haben, in Führung zu gehen. Und da hat man einen Torhüter gegenüber, der mit Sicherheit auch zu seinen Besten des Fachs in dieser Bundesliga zählt. Von daher wird das weiter trainiert. Aber entscheidend ist, dass ich sehe, dass wir mit Einsatz werfen, dass wir uns richtig reinknallen bei dem 7-Meter. Das ist für mich viel wichtiger. Ja, auch nochmal an Christian die Frage. Christoph Steinert hat nahezu rechts außen durchgespielt. Also Neymar, Peter Strohsack war nicht fit durch die Wade. Bleibt das eine Dauervariante oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit nochmal? Also Sebastian Naumann nur? Ja. Diese beiden Möglichkeiten gibt es aktuell. Peter Strohsack hat leider eine stärkere Knorpelprellung erlitten und der Wade geht es ganz gut, aber diese Knorpelprellung wird schon zwischen 2 und 4 Wochen in Anspruch nehmen, sodass sicherlich diese kurze Wettkampfpause, die wir jetzt haben, uns entgegenkommt, was unsere Verletztenliste angeht. Aber Christoph Steinert und auch Sebastian Naumann dort auch aussichtsreiche Chancen haben. Ja, Christoph Steinert deckt auch hervorragend und stellt sich dort auch am besten an von allen Linkshändern auf der Rechtsaußenposition. Okay, die nächste Frage hiervon nochmal bitte. Fortmann hat zuletzt nicht schlecht gehalten, heute aber wieder Butera im Tor. Ist das immer eine Bauchentscheidung dann wie aus dem Training heraus oder was war heute der Ausschlag, dass Butera am Tor stand? Ja, ist eine Bauchentscheidung, kann man so stehen lassen. Ich habe 2 sehr starke Torhüter hinter einer gut funktionierenden Abwehr und Milosch hat auch gute Erfahrungen, auch nochmal mit den Rhein-Neckar-Löwen, das hatte ich schon thematisiert im Hinspiel. Und er war auch nach der Coburg oder nach den wenigen Spielanteilen in Coburg sehr fokussiert, sehr heiß und freut mich, dass sie beide sich so stark ergänzen. Herr Jakobsen? Ihre Abwehr hat die deutsche Meisterschaft gewonnen, hat heute möglicherweise auch das Spiel gewonnen. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Angriffsleistung, speziell auch mit dem Spielaufbau von Andy Schmid? Ja, also erste Halbzeit bin ich eigentlich zufrieden. Wir haben schlecht angefangen, aber dann haben wir das Spiel kontrolliert. 15 Tore ist gut. Zweite Halbzeit, ja, eigentlich auch ganz gut angefangen. Und dann kam Einbruch, wo wir ja zweimal 2 Minuten gekriegt hat. Dann haben wir ein paar Chancen an Putera liegen lassen und ja, dann war der Kopf nicht so frei mehr. Und ja, zweite Halbzeit, da müssen wir gucken, welche Fehler wir gemacht haben. Also da haben wir natürlich Möglichkeiten, uns zu verbessern. Weitere Fragen? Ja, der war sie hier vorne. Nochmal eine Frage an Christian Prokop. Hat sich je ein Zeitspiel für den Gegner länger angefühlt als das ganz zum Schluss heute? Nein. Nein, klar ist die Regel so, dass es 6 Pässe als Möglichkeiten gibt. Ich habe nicht nachgefragt, wie viel es noch waren nach der Auszeit. Ja, trotzdem fand ich, dass wir sehr viel Druck gemacht hatten und klar, da kann sich jeder vorstellen, was ich mir gewünscht hätte.
Gibt es weitere Fragen? Gut, wenn dem nicht so ist, dann lassen wir beide Trainer wieder zu den Mannschaften. Vielen Dank. Wir freuen uns dann auf das Spiel gegen die tolle Mannschaft aus Melsungen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. DHFK TV wurde Ihnen präsentiert von Allianz.